Wofür steht eigentlich der Name Fabian von Wegen? Also zunächst mal steht der für gar nichts. Das ist eigentlich mein Name oder mein Künstlername. Und im zweiten Schritt ja, für Singer-Songwriter, Popmusik im Prinzip mit deutschen Texten, wenn man es so kategorisieren will, sag ich mal. Wie bist du auf diesen Namen gekommen oder ist das wirklich nur reiner Zufall? Das war so, dass ganz am Anfang hatte ich quasi die erste Bandbesetzung und das war dann quasi auch eine Band so und die hieß Von Wegen. Und dann habe ich lange rumprobiert und überlegt, wie ich das dann weiterentwickeln könnte und dann mit verschiedenen Leuten was ausprobiert. Und dann war ich erstmal solo unterwegs und dann irgendwann kam ich auf Fabian Von Wegen, also ist das dann der Name geworden. Klasse, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Singer-Songwriter zu werden? Ich meine, das ist ja nicht unbedingt so ein klassischer Berufswunsch oder hast du schon immer Musik gemacht? Ja, also das war schon die Grundschulklasse damals im Gitarrenkurs angefangen. Das hat sich dann so weiterentwickelt über Schule, im Gymnasium dann in der Big Band gespielt und dann immer Gitarre und ja, ganz viel eigene Songs schon geschrieben früh und dann ist es irgendwann auch bei deutschsprachigen Sachen dann so hängen geblieben und das klappt ganz gut so. Es macht Spaß. Ja, der Spaß kommt auf jeden Fall, finde ich, auch total rüber, wenn man das Album hört, Emotionale Zitrone. Das erscheint ja jetzt bald. Ja, es erscheint am 8. März. Okay. Was mich interessiert, Emotionale Zitrone, warum hast du gerade diesen Song als Albumtitel gewählt? Auch eine schöne Frage. Das ist ganz kurzfristig am Ende noch entstanden. Eigentlich war es relativ eine pragmatische Entscheidung, weil der Song ja so ein gewisses Eigenleben immer geführt hat und mir selber auch dann ganz wichtig war eigentlich und das war irgendwie ein griffiger Name und man kann sich das gut merken. Es geht um Emotionen im weitesten Sinne und das ist ja auch letztlich das, was Musik ausmacht. Es geht immer um irgendeine Art von Gefühle, die man mit Musik beschreibt, transportiert. Deswegen war das dann, ja, sinnvoll, fand ich. Ja, aber gibt es denn auch vielleicht Leute, die so vielleicht spitzfindig sagen, ach, kein Wunder, er singt da über sich selbst so ein bisschen? Klar, das ist auf jeden Fall ein nicht ganz kleiner Bestandteil, eigentlich ein großer Bestandteil, wobei es natürlich jetzt nicht alles einfach nur autobiografisch ist. Schon, klar, die Texte haben immer was mit dem zu tun, was ich selbst so erlebe oder mir Gedanken mache über die Welt und den Sinn und ja, das Leben und so weiter. Aber das ist auch eigentlich gerechtfertigt, finde ich. Mir gefällt auch gut hier diese eine Textpassage, fang an zu leben und lasse dich selber wieder in dein Leben rein. Hast du da spezielle Menschen vor Augen, denen du das besonders widmen möchtest oder ist es so eine Botschaft an alle? Im Prinzip ist beides in dem Fall. Also erstmal kann man es ganz allgemein nehmen, wenn man sein Leben zwar lebt, aber gar nicht so richtig drinsteckt und das gar nicht merkt, so, und dann braucht man vielleicht manchmal einen Seitenhieb von jemandem, der einem mal wieder sagt, fang mal wieder an richtig zu leben und hör mal auf mit dem Grübeln und so weiter und eigentlich ist doch alles gut, so. Man muss es nur so auch sehen und angehen, naja. Gibt es denn auch von dem Album einen weiteren Titel, wo du sagst, genau, das ist so mein Favorite oder da steckt besonders viel Herzblut drin? Ja, also im Prinzip ist es dann tatsächlich die Single zwischen Hier und Glücklich sein, weil das auch ganz gut irgendwie das Album beschreibt im Prinzip, weil das eben so eine lange Zeitspanne ist und oder vielleicht auch eigentlich auch nur ein Moment und Glück ist eben so ein großes Thema und ich glaube, da kann man viel drin sehen. Also der Song ist auf jeden Fall einer, wo ich auch sehr lange dran rumgesessen habe und überlegt habe und lange dran geschrieben hatte. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wie gehst du da konkret vor an so einen Song oder in welche Stimmung versetzt du dich, um einen Song zu schreiben? Ich kann mir vorstellen, es passiert nicht automatisch um Punkt 10 irgendwie nach dem Aufstehen, oder? Nee, ich kann das tatsächlich nicht so richtig, wenn ich mir ganz konkrete Termine setze, sondern das passiert eher so nebenbei fast. Oft ist es auch so, dass man, wenn man sich ganz spontan die Gitarre schnappt und man hat eine Eingebung oder steht am Fenster und spielt so ein bisschen drauf los und dann entwickelt sich das manchmal ganz spontan. Das ist so die eine Möglichkeit. Die andere ist eben, dass ich mir ganz viele ja so Textnotizen mache, über den Tag verteilt und so ein kleines Buch habe, was ich immer dabei habe und das dann so ein bisschen strukturierter. Hast du denn konkret musikalische Vorbilder oder Bands oder Künstler, die dich sagen, die inspirieren mich total? Da gibt es bestimmt ganz viel. Also ich höre momentan wieder mehr Musik. Ich habe eine Zeit lang, bin ich gar nicht richtig zugekommen. Aber so richtig Vorbilder
wo ich jetzt sagen würde, ich will das genauso machen jetzt wie der oder der. Eher nicht. Ich wollte früher mal, ich war ein großer Coldplay-Fan oder bin auch noch und da dachte ich früher immer versucht, wie Chris Martin zu singen. Puh, ist bestimmt nicht und, einfach. Hat auch ein bisschen geklappt, aber eigentlich ist es so ganz gut dann, wenn man so seinen eigenen Weg dann geht und seine eigene Stimme dann in dem Fall irgendwie findet. Ja, ansonsten höre ich ganz viel. Momentan Adele viel, Lana Del Rey eher so Frauen momentan, aber auch ja deutschsprachige Sachen. Clüso, Philipp Rosell. Und welche Verbindung hast du mit Udo Lindenberg? Da gab es die Verbindung, dass wir letztes Jahr im Juli auf dem Panikpreis gespielt haben. Das ist so ein, ja, so ein Wettbewerb, den er ausschreibt alle 2 Jahre, seit ein paar Jahren. Und da waren wir im Finale und haben da in Calw beim ja, Hermann Hesse Festival, darum ging es, gespielt und das war super. Ja, ich glaube auch, das ist bestimmt so ein Erlebnis, das man nie vergisst. Wann und wo kann man euch denn demnächst live erleben? Also Release-Konzert ist direkt einen Tag nach der Veröffentlichung am 9. März in Osnabrück und dann geht's so peu à peu weiter im April. Und in Hamburg sind wir auch am 22. Mai. Mhm. Da stehen auch mehr Termine in der Puka Bar. Bei eurer Band, ihr seid ja quasi so 4 Jungs, alle in den Mit- bis End-20ern. Wie kamen wir genau auf das Zusammenspiel? Das war im Prinzip so, dass ich die ursprüngliche Band mal umstrukturiert hatte und irgendwie neue Leute gesucht habe, weil ich alles ein bisschen ja, mehr akustischer wollte. Und dann kam der Kontrabass eben ganz gut, fand ich. Und auch am Anfang erst gar kein Schlagzeug, sondern Percussions. Aber genau, jetzt sind wir halt im Quartett so quasi als feste Bandbesetzung angekommen mit Kontrabass, Schlagzeug und Piano. Und das passt alles ganz gut. Glaubst du, gibt es eine spezielle Käuferschaft oder eine Zielgruppe? Oder denkst du, emotionale Zitrone, das kann die unterschiedlichsten Typen ansprechen? Das weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so genau. Was ich weiß, ist auf jeden Fall, dass ich doch aus verschiedensten Gruppen von Menschen, jetzt egal, weiblich, männlich oder auch vom Alter her, schon verschiedenste Leute dabei hatte. Nicht jedem gefällt alles, klar, weil es auch sehr, weiß ich nicht, unterschiedlich ist jetzt auf dem Album. Also zwischen Emotionalen Zitrone und Frau Meier und Herr Schulze. Das ist auch. Zwei Songs, die sehr weit auseinander liegen, sage ich mal. Und dementsprechend hat man auch ja, viele Leute und dem einen gefällt das mehr, dem anderen das. Hallo, hier ist Fabian von Wegen und ihr hört Popcafé Maximus auf Tide 96.0.